So. Hallo, hallo, Kuckuck. Irgendwo hat's gerade Ploing gemacht. Was Bläuen? Ja, so von so Pum und so und Pam. Ja, ich habe gegen ein Skelett gekämpft und das Skelett hat halt noch Ach hier so. geschießt. Ich dachte, ich wurde abgeschossen. Na gut. Nö. Ich wurde abgeschossen, aber das Skelett hat mich eben verfehlt. Ach so, dann ist er nicht wild. Weil das Skelett dumm ist. Dann ist ja nicht schlimm. So, Zombie noch erledigt. Aber du kannst ja mal, wenn du möchtest, in die alte Wohnung zurück und ein Bett abbauen. Oder du kannst Schafe suchen gehen. Auf jeden Fall wären Betten an sich wirklich nicht schlecht. Oh, jetzt prügel ich hier mit den Knochen die Erde raus. Interessante Freizeitbeschäftigung. Ja, dann bin ich gleich mal auf dem Quatsch, was mache ich hier? Auf dem Heimweg. Siehst du mal, ich bin schon so lange am Erde buddeln, Hast du nur noch dass mit ich, Knochen schabst? ja, richtig. Ja, sowas nennt sich Opfern für die Gemeinschaft, ne? Was für die Mannschaft? Gemeinschaft. Ich habe das G Also. verschluckt. Für die Minecraft-schaft. Ja, genau. Ist dann hier auch nicht die Grafschaft, das ist die Craftschaft. Zu viel Tomb Raider gezockt, wa? Nee, das wäre dann die Craftschaft. Hey. Ja, aber es wird doch langsam immer weniger und weniger und weniger. Genau. Hey, wieder ein Block weniger und wieder einer weniger. Wow, das geht ja ratzfatz und noch ein Block weg. Dann bin ich mal on the run. On the run. Oh, I see you flitzing. Oh yeah. I'm Wusch. so amazing. Hä? Ach ja, okay, doch. Ich habe gerade schon gedacht, ich kann in dem Zoom-Modus nicht abbauen, aber das geht doch. Oh, Spinne. Dich verprügel ich jetzt mal mit meinem Knochenstumpf. Komm her, komm her. Ich hau dich kaputt. Ich hau dich kaputt. Jawohl, ich hau dich. Ja, komm her. Oh, Chicken! Chicken! Ich verprügel dich. Ja. I'm so good. Oh, ja, also das Loch hier ist aber auch relativ groß, muss ich sagen. That what she said. Es war dann vielleicht doch nicht so schlau, die Creeper die Arbeit machen zu lassen. Hey, Tür. Enderman wären vielleicht schlauer gewesen. Warte, hast du Enderman und Schlau in einem Satz gesagt? Ja. Bin ich nicht dafür. Bist du nicht dafür? Ah, eher weniger. Hast du eigentlich mein Minecraft-Thumbnail gesehen? Nee. Du hast mich ja Was? direkt, du hast mich direkt darauf zugeleitet, sage ich mal. Da habe ich das nicht sehen können. Ach Ich hätte auf so. Download stoppen klicken müssen, habe ich aber nicht, also nicht dran gedacht. Ja, weil da bin ich mal gespannt. Ich finde es ganz nice eigentlich. Aber ich denke mal, ich werde es nochmal überarbeiten. Ah, ich überlege gerade, ob mich Böses oder Gutes erwartet. Na, ich habe halt eine Landschaft genommen und habe dann verschiedene Bilder kleinskaliert und draufgeklatscht. Na, also einmal hier den schweinereitenden Steve oder wie der heißt. Spider-Jockey? Nee. Ach, ja, Dann ein Enderman, ein Zombie, was ist noch, eine Schatztruhe und eine Spinne. Alles schön kleinskaliert und irgendwo auf der Landschaft verteilt. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Und jetzt erstmal hier das Creeper-Loch wieder stopfen.
Stopfe ich mal mit Erde aus. Erde haben wir jetzt an sich ja genug. Tralala, tralala, tralali. Dann ordne ich hier mal mehr oder minder ein bisschen. Ja. Du und ordnen. Ja, ich weiß, lustig, ne? Oh, ich kümmere mich. So. Ja, ich kümmere mich gleich noch mal eben schnell ein bisschen um das, was auf dem Feld schon steht. Aha. Hier dieses Moving Grass. Ja, kannst mir mal ein bisschen Brot mitbringen und so. Ja, für so viel reicht's leider nicht. Was, kein Brot? Na doch, aber nur eins wahrscheinlich. Ja, und Brot haut nicht so viel raus irgendwie, weißt du? So vom... Das war Zuckerrohr, ne? Von der Gesamternährung. Oder, na, zwei Brote kriege ich raus, zwei Brote. Naja, es haut vielleicht nicht so viel rein, aber... Dafür ist es leicht und schnell und schwer verdaulich. Schnell und viel herzustellen. Ja, stimmt. Also man braucht halt keine irgendwie Farm oder sowas und muss sich dann die ganze Zeit das Gegrunze oder Geblöke anhören. Hm. Ja, sondern das ist das Schöne an dem Weizen, dass es komplett still tut, was es tun muss. Und außerdem, wenn ich eine Farm halte, dann muss ich ja da auch irgendwie ständig für Nachwuchs sorgen, weil wenn ich einfach nur meine Farm habe und dann quasi ja meine Tiere abfarme, dann bist nicht ganz so dolle Fame, ne? Dann habe ich ganz schnell keine Tiere mehr. So, jetzt hast du gesagt, das Grundstück hier mit Cobblestone. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ganz viel Cobblestone. Ups, das war's schon. Ja, da kannst du dich ja bei mir unten, sage ich mal, an der Mine vergreifen. Da habe ich ja schon ein kleines Löchlein gebuddelt. Beziehungsweise... An der Mine... Alter, kann sein, dass dein hier gesetzter Baum gerade ein 1, 2, 3, 4, warte, 1, 2, 3, 4, 5 mal... 1, 2, 3, 4, 5, also 5 mal 5 Durchmesser hat vorm Stumpf hier? Könnte hinkommen, warum? Krass. Weil ich nur gerade sehe, so ganz durchgängiger Stumpf unten. Oh Mann, ey. Ah, jetzt hat er. Ich wollte gerade ein komisches Zauntor schließen und hab die ganze Zeit einen Erdblock hingesetzt. Aber ist mir auch passiert, irgendwie beim Aufmachen, da hat's irgendwie Geräusch gemacht, aber hat nicht funktioniert. Olympischer Fackelläufer. Hast du jetzt eigentlich hier noch Cobblestone drin? Nee, da dürfte glaube ich eigentlich nichts drin sein, wenn ich mich recht entsinne. Haben wir überhaupt noch irgendwo Cobblestone? Nee, auch zu Hause in der Truhe nicht. Wow, und jetzt? Ja, buddeln. Unten ist genug. Spitzhacke. I have an idea. Oh, that's really bad. I have a really good idea. Das hatte ich mal in einem Video gesehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe das im Internet gesehen und danach bin ich auch vom Dach gesprungen. Hat leider nicht funktioniert. Nach dem Motto. Nee, nicht ganz so Kamikaze-mäßig. Ach Quark, was mache ich hier? Also wenn ich mich richtig blöd anstelle, kann ich zwar trotzdem bei dem Versuch sterben, aber dafür müsste ich mich wirklich absolut richtig bescheuert anstellen. Interessant. Ich habe von dir noch Eichenholz eingesammelt. Darf ich das zerhaxeln in Eichenholzbretter, oder? Ja. Gut. Ich brauche ja bloß meinen Baum mal kurz einen Besuch abzustatten, dann habe ich wieder genug Holz. Da war Erde, da war Holz. Zack. Oh, die ist auch schon voll. Nee, reparieren kann ich die noch nicht. Wow, das sind wirklich alle gewachsen. Hm. Sieht nice aus. Also mir gefällt der Baum.
Das Bett habe ich jetzt schon rüber transformiert. Okay. Ne, ich brauche nämlich nur mal kurz den Eimer. Den muss ich kurz holen. Da habe ich ihn. Und dann brauche ich Erde. Oder nehme ich Glas? Ne, Erde reicht. Weißt du, was doof ist? Dass du zwar aus Holz so eine Druckplatten machen kannst, ne? Ja. Aber bei Cobblestone schon wieder nichts. Weil du brauchst ja den Originalfels im Grunde, um daraus Druckplättchen zu machen. Oh. Und die Sonne geht unter. Ich bin schon auf dem Weg. Bett hast du mitgenommen, hast du gesagt, ne? Ja. Gut, dann können wir gleich erstmal pennen und dann mache ich mich auf die Suche. Ich brauche nämlich Lava. Wo bist du denn? Oh. Screenshots. Ich glaube, ich höre Schleim, oder? Aua.